Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck der Reed Medical Properties Trust. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Immobilienbranche tätig, und zwar mit einem Fokus auf Krankenhäuser. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 11,5%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier beziehe ich mich auf die Funds from Operations, wie es bei Immobilienaktien eben üblich ist, und hier liegt der Wert momentan bei ca. 68%, und für einen REIT liegt das noch in einem sehr guten Bereich, würde ich sagen, deshalb vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cash Flow der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von über 100%, und das ist eher schlecht, würde ich sagen, deshalb vergebe ich hier einen Minuspunkt. Das dritte Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also, in den letzten 10 Jahren ist die Dividende unterm Strich gesunken, und zwar von 0,84 auf 0,88. Ne, Entschuldigung, ist die Dividende gestiegen, und zwar von 0,84 auf 0,88 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es insgesamt eine Dividendenkürzung, und hier gebe ich insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende unterm Strich gesunken, und zwar von 1,08 auf 0,8 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es insgesamt 2 Dividendenkürzungen, und hier vergebe ich insgesamt 0 Punkte. Das fünfte Kriterium: Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr um ca. 7,3% gefallen. Und das ist nicht so berauschend, würde ich sagen. Deshalb gibt es hier von mir einen Minuspunkt. Das sechste Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll die Dividende aufs Gesamtjahr bezogen fallen, und zwar von 0,88 auf 0,59 US-Dollar, so zumindest die aktuellen Analystenprognosen. Und hier gibt es von mir insgesamt einen halben Minuspunkt. Das letzte Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Also laut den aktuellen Analystenschätzungen sollen die Funds from Operations die Aktie fallen, und zwar von 1,59 auf 1,02 US-Dollar je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenschätzungen für das Gesamtjahr 2024, und die vergebe ich insgesamt keinen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis, und hier holt Medical Properties Trust in meinem Dividendencheck insgesamt unterm Strich einen Minuspunkt von 7 maximal möglichen Pluspunkten, und in meiner Dividendencheck-Ampel landet die Aktie damit auf der 4. Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Dividendencheck, und hier landet Medical Properties Trust momentan mit dem einen erreichten Minuspunkt hier auf dem 14. Platz, also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 21. Mai 2024 vor US-Börseneröffnung. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach den bereinigten Funds from Operations. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. Also vielleicht zum fairen Wert der bereinigten Funds from Operations. So, das war's dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier zum Schluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.